Leute, Micha hier, Gate194, die Destination. Und eine weitere Folge auf Pick of the Week ist am Start für euch. Kurz nochmal danke für den krassen Support beim 44 Label Group X Gate194 Lounge. War überragend, rave, geisteskrank und ja, was soll ich sagen, wow. Wenn es noch Stock gibt, checkt den online. Unter Specials ist in der Kategorie, findet ihr noch die restlichen Sachen. Und in den Kommentaren, wenn ihr da Welle macht, dann suche ich mir da auf jeden Fall zwei Leute raus, die einen 30% Gutschein bei uns bekommen. Also kann auch auf fast alles angewendet werden. Haut mal die Kommentare voll, teilt das Video, macht mal ein bisschen Welle, damit der YouTube-Algorithmus da wieder ein bisschen angekurbelt wird. Wäre schade um den Content. Aber weiter geht's. Also, keine geringere Brand als Vetmore ist bei uns jetzt im Brandportfolio drin. Und Vetmore, was soll ich dazu sagen? Aus dem Nichts auferstanden 2014. Demna und Guram, Brüder georgischer Herkunft, Modeabsolventen, waren auf einmal da und haben Mode gemacht, inspiriert von einer Jugendkultur, sehr laut, mit einem Knall da gewesen, Couture-Preisniveau gewesen, alle haben drüber gesprochen, in der Zwischenzeit bis hin zu DHL, offiziellen DHL-Kollabos, alles durchgespielt, Modeschauen in einem McDonald's abgetan, teilweise Off-Season. Quasalia, der Nachname ist Programm. Sie haben damals, wo sie in der Modewelt erschienen sind, mit einem lauten Knall gestartet, hatte ich ja auch gerade schon gesagt. Das waren teilweise Moves, die zum Beispiel außerhalb des eigentlichen Fashion-Kalender stattfinden, die Fashion-Shows komplett frei von irgendwelchen anderen Regularien stattfinden zu lassen, Models aus Georgien, aus ihrem Heimatland gecastet einfliegen lassen, damit die Echtheit und die Rawness rübergebracht wird, Laufsteg-Shows organisiert, die weit weg von der Normalität waren, in klassischen Umgebungen, Räumlichkeiten, die noch nie für Modeschauen genutzt wurden. Die Iconic Pieces, der Raincoat, das Vetmore Monogramm, die Festigkeit, die DHL Collab Socken, bis hin zu Pop-Up-Stores, wo in Hongkong aus DHL-Lieferwegen die Ware rausverkauft wurden. Der ikonische Pump Fury, der immer wiederkehrend ist. Die Lautstärke und die Tragkraft, die Social Media mitgemacht hat. Also es ist einfach etwas, wie es noch nie zuvor gab. Ne? Vetmore muss man auch sagen, da ist ja nicht nur Demna und Guram dahinter. Da sind die ein oder anderen fleißigen Modedesigner mit dabei, die auch in Antwerpen angesiedelt sind. Da sind Designer dabei, die für alle großen Häuser gearbeitet haben. Ob es Louis Vuitton ist, ach, schieß mich tot, alles was Luxus irgendwie auf der Brust hat, Margiela. Kreative Leute aus diesem Umfeld haben da mitgearbeitet. So wurde das dann halt auch was eine gewisse Gewichtung hatte. Es wurde erstmal belächelt, dann hat man die Ernsthaftigkeit verstanden. Der Drive, der in den letzten Kollektionen drauf war, war konstant. Jetzt vielleicht ein bisschen abbauend, aber das ist immer nach einem Hype kommt auch eine Einpendelphase. Und wir sind da trotzdem sehr stolz drauf, diese Brand bei uns im Portfolio jetzt zu haben. Es ist für uns der Beweis, dass wir in die richtige Richtung gehen und dass es nicht nur ein Social Media Experiment war, auch nachdem Demna Vetmore verlassen hat und sich dann wieder Balenciaga voll gewidmet hat. Guram sagt, steht dahinter, er ist CEO und steht dahinter und sagt, ey, kreativ und die Erschaffung der Mode lag nie in einer Hand. Das war immer ein Kollektiv und so
bleibt es auch bestehen. Sie haben jetzt noch eine Diffusion Line mit VTM NTS gegründet. Die werden wir auch dann ab SS22 haben und da sind auch krasse Pieces dabei. Die DNA ist dann doch nochmal ein bisschen anders. Der Schnitt ist ein bisschen anders. Ne? Wetmore sehr boxy, sehr oversized, sehr weit, sehr groß. Das ist bei der Diffusion Line noch ein bisschen kompensiert. Da ist es dann nochmal ein bisschen anderer Anspruch. Aber ihr kennt Wetmore, ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Wir sind auf jeden Fall sehr happy und wir planen auch mit denen etwas, wo man sich nicht verstecken muss. Firmentechnisch angesiedelt, aktuell in der Schweiz, Fabrikate etc., alles made in Italy, wie man sich das wünscht. Highest Quality Level, das man aufbringen kann. Wie gesagt, die Macher da hinten wissen auf jeden Fall, wie das Ganze geht. Genau. Vergesst die Kommentare nicht. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut das auch rein. Selbst diese Interaktion zählt und ihr könnt davon profitieren. Wir wollen euch natürlich was zurückgeben, es ist ein Geben und Nehmen und wir wollen natürlich, dass das viele Leute erreicht und so aktivieren wir halt auch ein paar Leute. Genau. Ich würde noch kurz auf mein Outfit eingehen. Salomon Lab. Hier an meinen Füßen eine GR10K-Pant, Feng Cheng Wang Bomber, Custom Made Crewneck von 2020, den ich mal mit dem Splash zusammen entworfen habe, Rip Splash und meine 032C-Cap. Ich bin raus, euer Micha, bis nächste Woche. Genießt den Herbst in vollen Zügen und Peace!